Hi, ich bin Juicy Marin und spiele mir ein Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im echten Leben fahren. Im Spiel sei immer anständig, halte bei Rot und schnall dich immer an. Ja, und das werden wir heute alles beachten und werden dadurch die Polizei auf uns hetzen und werden da ganz schön eine lange Verfolgungsjagd anzetteln, um gegen Webster fahren zu können. Webster, der auf Platz 5 in der Blacklist ist, und meine Fresse, sorry, da muss ich ganz kurz mal pausieren, denn das Spiel ist so unfassbar laut. Und jetzt höre ich gar nichts mehr. Jetzt habe ich wirklich komplett den Sound gemutet. Okay, perfekt. So, Moment. So, jetzt höre ich ein bisschen was. Es ist immer super, super schlimm, wenn du das dann zockst und dann hörst du wirklich das super laut. Wobei du gerade eben LOL gespielt hast und das ist viel leiser und... ja, ich habe auch schon in den Comments gelesen, dass das Video eventuell ein bisschen zu laut ist und deswegen, also das Spiel im Video zu laut ist. Und da werde ich auch ein bisschen was anpassen. Ich werde so 1-2 Dezibel runtergehen. So, und ansonsten, same business as usual. Wir fahren hier umher mit unserem schönen Ford Mustang, der immerhin noch Stufe 2 hat. Es ist ja immer so, dass... Okay, der eine ist sich selbst totgefahren. Selbstmord mit Stil. Unser Ford Mustang hat immerhin noch 2 Fahndungssterne, also Stufen. Das ist immerhin gar nicht mal so schlecht. Ach, da ist noch einer. Hi! Komm mal her. Komm mal her. Ja, komm her. Bist ein feiner Polizist. Ach, da vorne ist schon eine Straßensperre. Wie cool ist das denn? Cool, hi. So, direkt mal 2 berühren. Nee, ich hatte nicht funktioniert. Der hätte mich nur fast erwischt, Leute. Also, an für sich, theoretisch. So. Level 3. Das geht jetzt aber schnell, muss man sagen. Tatsache. Also, es geht wirklich schnell. Es hat früher wesentlich länger gedauert. So. Jetzt in the heck. In den Hintern quasi. Ich finde es so super, wie die einfach schön in die Luft fliegen, sich 10-mal da drehen, dann wieder runterfallen. Das ist einfach. Das ist so eine Genugtuung einfach. So richtig schön. Okay, komm. Nächste Straßensperre nehmen wir mit. Ist immer ein bisschen Free-Kopfgeld hier. Pam. Wir haben schon die Hälfte des Sachschadens. Das ging ja schnell. Alter, was ist denn das für einer? Junge, kannst du mich denn bitte drehen? Bist du bekloppt? Was ist mit dem Typen los? Der ist wirklich bekloppt. Okay, 200.000 Kopfgeld, aber ist ein bisschen komisch, wenn man schon die Hälfte des Sachschadens hat, aber erst ein Achtel des Kopfgelds. Dann darf ich nicht so viel beschädigen. Da fahre ich jetzt einfach mal so rum. Leute, entspannt euch, ich mache nichts kaputt. Werden ja auch nichts kaputt machen. Echo 22. Erbitte schnellstmöglich Lagebericht. Wir versuchen dran zu bleiben. Also an für sich sind die Zahlen aber natürlich schon ein bisschen blöd, ne? Ich meine, so ein Kopfgeld, das macht vielleicht Sinn. Aber jetzt der Sachschaden. Wobei, wenn jemand einen Sachschaden von über 200.000 verursacht, dann gibt's ihm mehr Kopfgeld als das, was die mir geben wollen. Oder? Nee, doch, das macht keinen Sinn. Ja, aber allgemein, manchmal trotzdem, eine Sache macht überhaupt keinen Sinn. Autsch, jetzt bin ich voll in die Mitte des Autos gefahren. Puh. Mobiler Verfolgungsstopper. Aktiviert. Jawohl. Naja, so halb. So halb, wirklich halb. Nee, aber eine Sache macht keinen Sinn, nämlich 76.000. Meine Güte. Oh. 76.000 kostet vielleicht der Ford Mustang mit Tuning. Wir haben schon so viele Autos kaputt gemacht. Kann man doch sicher damit rechnen, dass jedes Auto super, super viel Kohle kostet.
Allein schon, wenn man guckt, wir haben 6 Polizeiautos kaputt gemacht. Egal wie gebraucht die sind, die kosten da sicher ein bisschen mehr. Ja, cool. Finde ich nett, wie ihr über mich redet. Ist ja nicht so, als würde ich euch nicht hören. Oh, und jetzt Stufe 4 schon. Ich bin direkt vor euch. Aber noch 2 Einheiten dabei. Doch, jetzt können wir eigentlich so schnell fahren, wie wir wollen, denn jetzt Verfolgung auf Alarmstufe 4 erhöhen. Wird uns der Heli schon mal nicht aus den Augen lassen. Oh, 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 oh. Ja, oh, auf beiden Seiten Nagelbänder. Das hätte ich fast übersehen auf der rechten Seite. Ihr habt ja gesehen, wie schnell ich eigentlich nach rechts ausgewichen bin, weil ich links die gesehen hatte. Aber wir haben es geschafft, wir haben es überlebt. Ja, man muss so detailliert auf die Minimap gucken, das ist unglaublich. So, Tunnel, viel Spaß, lieber Heli. Zu schnelles Fahren, jawohl, 250. Mit dem Lambo könnten wir sogar viel mehr hinbekommen. Da unten ist gerade ein schwerer Unfall. 380 oder 390 hatten wir schon ja mit dem Lambo erreicht. 386, glaube ich. Also wir können immer noch nicht auf Stufe 5 verfolgt werden. Was war mit denen los? Okay, strange. Was so ein bisschen blöd ist, das fällt mir gerade erst auf. Und wenn man nach hinten guckt, dann hat man ja gar keine Minimap mehr. Dann kann man sich gar nicht mehr orientieren, wo eventuell ein paar Nagelbänder liegen. Okay, jetzt... Ja, doch, rechts abbiegen. War es richtig? Jawohl, es war richtig. Oh, 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 denn ich möchte... Oh, links die Nagelbänder. Richtig mies gelegt. Dafür stirbst du. Na, er nicht, aber ein anderer auf jeden Fall. Ja, das ist richtig, richtig asozial, ne? Wenn die das auch noch direkt von einem Fahrzeug positionieren, sodass du es gar nicht erkennst. Ja, danke, dass du das auch über den Funk sagst. Boom. So, das war jetzt ein alter Meilenstein mit den 6 Nagelbändern. Aber mal abgesehen davon, ich glaube, Stufe 5 kann man erst erreichen, wenn man wirklich auch 5. auf der Blacklist ist. Also 5 und 5 passt perfekt zusammen. Oh, 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 oh. Ja, ich hätte gedacht, dass ich wenigstens hier gerade irgendeinen neuen Verstoß bekomme, weil es kam mir schon sehr schnell vor, wie ich gefahren bin. Ah, okay, die haben alle die eine Abkürzung genommen. Oh, 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 oh. Ja, ich wusste, da fliegen einige rein und da hat es einige erwischt. So, wie viele Nagelbänder haben wir? Das ist 4. Das heißt, wir haben die letzte Nagelband-Herausforderung gerade abgeschlossen. Und hier kommt der erste Schritt zu der nächsten. Boom! Bam! So, hier außenrum. Brauchen uns nicht vor einem Heli zu verstecken. Und ich mag den Tunnel nicht. Speziell dieser Tunnel hier ist super, super eng geschnitten. Und ich mag super eng geschnitten nicht. Auch nicht bei Jeans zum Beispiel. Freiraum muss sein. So, Kopfgeld erreicht. Nächster Meilenstein hier. Ich schieb den Kerl aus seiner Fahrbahn. Jojo, mach mal. Mach ruhig mal. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das war zu herausfordernd von mir. Okay, was jetzt? Fahren links rum. Hattet ihr Nagelbänder? Jawohl, ihr hattet Nagelbänder. Ha! So, Verstärkung in 2 Minuten. So weit werde ich es nicht kommen lassen. Na, na, na. Ah, er hat die Ausfahrt noch gekriegt. Beziehungsweise verpasst. Das war perfekt für ihn. Aber er kommt uns trotzdem nicht hinterher. Niemals. Nein, da... Jetzt gucken. Oh ja, oh ja, Nagelbänder. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ich hab's gerochen.
Oh nein, jetzt kommt auch noch der Heli. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Yo, was macht der denn da? Habt ihr das gesehen? Der Typ fährt einfach irgendwo drauf. Alter Schwede. 10 Minuten sind wir jetzt schon unterwegs. Heidewitzka. Oh ja, perfekt. Ja, perfekt. Folg uns mal hier. Ach, verdammt, der kann uns sogar folgen. Na, vielleicht auch nicht. Okay, jetzt ganz langsam. Absperrung im Radius von 10 Meilen, das ist die gesamte Stadt, Leute. Denkt ihr eigentlich darüber nach, was ihr sagt? Heidewitzka, ey, wir haben es geschafft. Easy peasy lemon squeezy, sage ich dazu nur. Ich bin es leid, dich zu schonen. Schluss mit lustig. Ich zieh dich aus dem Verkehr. Und wenn ich fertig bin, bleibt von dir und deiner Karre nichts mehr übrig. Wir sehen uns. Huhuhu, da habe ich echt Angst. Dieser Armleuchter ist bereit. Fahr hin und mach ihn fertig. Nichts leichter als das. Zwei Sprintrennen und ein Radarfallenrennen. Aber hey, Moment, wir müssen erst nochmal passendes Equipment uns beschaffen. Nämlich dieses richtig, richtig schicke Automobil, das fast jeden Balken voll hat. Und ich habe vergessen, welchen Junkman-Teil ich noch nicht habe. Werde ich gleich nachschauen. Ihr müsst mir übrigens nicht alles als Tipp in die Comments schreiben. Es ist super nett gemeint. Ich lese mir das auch alles durch. Aber das meiste weiß ich dann. Und manches, lieber geh im Seife von dem, was du schreibst, doppelt sich auch mit dem, was du bislang geschrieben hattest. Aber trotzdem, danke, dass du so viele Tipps schreibst. Aber wie gesagt, das meiste ist mir bewusst. Nur, dass du es weißt. So. Cool, du kannst ein bisschen driften. Kannst du mir zeigen, wie du das machst? Ja, so gut starten wie ich kann er nicht. Das ist ein Sprintrennen, ja. Gut. Oh, 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 ganz eng hier. Boah, hier wird mit unfairen Waffen gekämpft. Okay, der letzte Crash war nicht beabsichtigt. Der letzte Zusammenstoß. Ja, hier fahre ich auch außen rum. Boah, da hat es Fass erwischt. Boah, okay. Das ist ja mal ein richtig gutes Rennen, ey. Alter Schwede, das ist echt intensiv gerade. Vor allem, wie oft wir einfach jetzt auf gleicher Höhe waren, der und ich. So, 40% abgeschlossen. Die Augen wandern immer wieder so ein bisschen mit. Oh, damn it. Der hält einfach mitten auf der Straße an. Gut. Denkt sich einfach, nö, heute fahre ich nicht mehr zur Arbeit. Das wäre auch super, ey. So den Beschluss fassen, ob man zur Arbeit fährt oder nicht, einfach mal auf dem Weg zur Arbeit. So, nö, ich habe keinen Bock, ich fahre nicht mehr weiter. Prima. So, 64%. Ich bin immer so ein kleiner Mathematiker. Ich mag Mathe super gerne. Ich weiß, viele hassen Mathe. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich sehe, okay, ich habe 2/3 der Strecke abgeschlossen. Ach ja, ich sollte mich vielleicht eher aufs Fahren konzentrieren. Ja, wenn ich sehe, 1,5 Minuten, du hast 2/3 der Strecke, dann rechne ich immer schon hoch, okay, 2 Minuten 15 und du hast 100% der Strecke abgeschlossen. Das mache ich bei so vielem so gerne. Es ist einfach, weiß nicht, ich mag Zahlen einfach. Es macht einfach Spaß zu rechnen. Oh, oh, nein! Ja! Puh, ganz, ganz knapp hätten wir hier den Sieg noch vergeben. Aber nein, wir gewinnen mit unserem Lamborghini. Easy peasy. Er kam aber noch näher. Meine Fresse.
Radarfallenrennen, 6 Minuten. Und ihr habt gesehen, 2 Minuten 14 haben wir gebraucht. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Meine Hochrechnung war perfekt. So, jetzt gucken wir mal, wie lang das Rennen geht, denn ich bezweifle irgendwie, dass es 6 Minuten sind, wirklich. Es sei denn, wir haben hier wirklich so 50 Radarfallen. Wie viele haben wir denn? Statistik. Oh, ouch, gegen den Tisch gehauen mit dem Finger. Au. So. 7. Na, okay. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Achso, Enter. Okay. Na, okay, gut, 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 gut. Ouch. Na, 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 na. ...191, da habe ich am Ende noch mal ein bisschen Geschwindigkeit aufgebaut. 40 km/h mehr als er. Wir waren auf gleicher Höhe, ja. Da sieht man mal, Querbeschleunigung... ...kombiniert mit einem schönen Schub nach vorne. Ey, das Handling ist so geil. Habt ihr die Kurvenfahrt gesehen gerade eben? Das sah so Hammer aus. Oh, oh. Ach komm, mitten in der Kurve. Ah, das ist ja richtig hässlich. Ich dachte, das ist... Weil der Zufahrt zur Kurve wäre, hat er jetzt 30 aufgeholt, der Mistkerl. So, mal 6, 50 Sekunden mal 6, das sind 300 Sekunden, das sind 5 Minuten. Also nichts mit über 6 Minuten. Okay, hier wird nicht abgekürzt, schade. Habe ich immer gerne gemacht, früher bei Most Wanted. So, hier nochmal ganz entspannt links rum. Also wenn die Strecke es zugelassen hat, würde ich auch jetzt noch machen. Aber die meisten Strecken lassen es nicht zu. 16 km/h Vorsprung. 6 km/h haben wir wieder gut gemacht. Oh oh. Jawohl, 222 km/h und er ist super langsam gefahren. 64 km/h. Ich glaube, gerade eben hatten wir 16 Vorsprung. Das ist 48, waren wir schneller. Eieiei. Multitasking ist auch immer wieder geil, ne? Wenn man es schön trainiert. Ja, man merkt schon, die Strecke ist extrem lang, was super cool ist, finde ich. Ich mag extrem lange Strecken. Wenn man ein bisschen mehr von der Stadt sieht. So, hier habe ich echt den längeren Weg genommen, damit ich hier mehr Schwung habe und es geht in den Wald. Das kam unerwartet. Okay, der ganze Schwung wieder dahin. Aber wir haben trotzdem über 150 km/h Vorsprung. Das hat es doch gebracht. Zumindest im Vergleich zu Webster. Er ist kein Fernsehstar. Er ist ein Webstar. Ja, das ist ein guter Wortwitz, ne? Das ist einfach perfekt. Oh, shit. Weitergekommen. Eieieiei. Okay, wo ist der... Ach Mist, ich muss dahin abbiegen. Ja, okay, dann wäre die enge Durchfahrt doch schlauer gewesen. Ich dachte, eventuell ging es da links weiter. Ach, komm. Das ist das Problem, wenn man die Streckenführung nicht kennt. Ansonsten wäre ich durch diesen... durch diese dünne Gasse gefahren, durch diese schmale Gasse. Aber wir haben immer noch 40 km/h Vorsprung und mehrere Sekunden und wir fahren über 300. Mein Gott, ist das Auto göttlich. Ich liebe dieses Auto einfach nur. Wir haben übrigens über 300.000 Ingame-Geld. Hoho, komm da mal dran, Webster. Du Flasche. Wir haben 300.000 Ingame-Geld und mehr. Wir können uns ein x-beliebiges Auto holen auch noch. In Action werden wir es wahrscheinlich eh nicht sehen, denn das ist mein absolutes Lieblingsauto. Aber vielleicht einfach so zum Tune. Also... schönes Ding. Gesamt 1441 km/h. Wenn wir das mit einer Radarfalle geschafft hätten, das wäre schon ziemlich lustig geworden am Ende. Also jetzt ein ganz normales Sprintrennen und es geht wieder los.
Start dominiert, weggeschossen Passanten. Ja, und Webster ist so extrem eingeschüchtert durch diese pure Kraft dieses Autos. Der Gallardo ist ein absolutes Monstrum. Auch wenn einige ihn in Gelb nicht mögen, ich finde ihn einfach mega schön. Vielleicht werde ich ihn auch in Grau färben oder in Schwarz. Mal schauen. Passt zu den Felgen. Vielleicht auch in Weiß. So ein schönes Schneeweiß wäre natürlich ganz nice. Ach hey, jetzt reime ich auch schon. Darf ich jetzt abkürzen? Nein, wieder nicht. Mann, was ist denn los mit euch, Leute? Wir haben gerade übrigens auch die Nachricht von Sergeant Cross erhalten und es bedeutet, dass wir ab jetzt auf Stufe 5 verfolgt werden können. Ja. Bis jetzt hat er da noch uns mit Samthandschuhen angefasst. Jetzt dürfen wir uns freuen, dass er ja, selbst höchstpersönlich vorbeikommen wird. Und er kommt nur bei Stufe 5 vorbei. Muss schon was heißen, ne? Dann haben wir ihn auf jeden Fall echt extrem genervt. Schon wieder der Waldweg. So, kurze Hochrechnung ergibt 4 Minuten und ich würde sagen so 7-8 Sekunden brauchen wir für das Sprintrennen. Ja, es sei denn, es geht gleich auf eine Gerade. Und zwar ziemlich lange auf eine Gerade. Ich tippe mal 4 Minuten grob. So, jetzt jeder seinen Tipp in die Kommentare eingeben. Was glaubt ihr, wie lange brauchen wir? 4 Minuten, 4 Minuten 5 oder so, 4 Minuten 10 vielleicht. Würde mich interessieren, wer dann am nächsten dran liegt. Ich tippe auf genau 4 Minuten. Ich könnte es jetzt natürlich selbst beeinflussen, indem ich ein bisschen langsamer fahre, ein bisschen schneller. Werde ich nicht machen. Eine aktuelle Hochrechnung von 66% ausgehend. Würde sagen 4 Minuten 10. Heute habe ich es echt mit den Zahlen. Aber die Passage zum Beispiel, die ist super schnell, ne? Deswegen vermute ich halt auch die 4 Minuten. Okay, das war jetzt nicht so gut. Da habe ich jetzt locker 3, 4, 5 Sekunden verloren. Wie es mir einfach gar nicht mehr darum geht, Webster zu schlagen. Der Typ ist einfach keine Konkurrenz zu uns. Oh, 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 oh. Ja, 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 komm, komm, komm. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam durch die Ziellinie. Boah, das sind viel schneller als 4 Minuten. Meine Fresse, das sind 3,47, 57. Wer exakt 3,47, 57 getippt hätte, hätte von mir eine Million bekommen. Aber da ihr das Video ohnehin wahrscheinlich seht und danach auch kommentieren könnt natürlich... Nö. Okay, neu freigeschaltet. Optische Teile und Leistung. Och, und ein extra Verwarnungsdingens. Soll ich die Junkman-Teile mir holen? Ach komm, wir wollen doch sicher mal seine Corvette sehen. Und wir haben den Fahrzeugschein. Jawohl, worth. Joe Vega ist der nächste Gegner. Oder JV heißt er. Ja doch, heißt Joe Vega. Ey, hatte ich richtig in Erinnerung. An den Typen habe ich mich erinnert als... Ja, der Lil Jon-Querverschnitt von Most Wanted. Keine Ahnung, wie JV das macht. Alter. Achso, wie JV das macht, Alter. Nachts hängt er in den Clubs ab und tagsüber ist er auf der Straße. Der Typ hat einen ziemlichen Ruf weg. Ruf weg. Was? Der Typ hat einen ziemlichen Ruf weg. Was heißt denn der Satz? Die Cops hassen ihn und die Racer eifern ihm nach. Falls du ihn suchst, erfährt eine knallgrüne Dodge Viper. Ja. So ist er.
komischer Typ. Und das ist seine Viper. Sieht schon schick aus, das Teil. Surle. Also, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz mit unserem Lambo zur Lackiererei. Tja, sehr schön. Nummer 5 auf der Blacklist. Bravo. Aber bleib auf dem Teppich. Du musst doch an meinen Leuten vorbei. Ab jetzt wird es härter für... Ja, viel härter. Härter BSC hart. Die sind immerhin auch auf Platz 3. Das ist schon ordentlich. So, Ultimate hatten wir hier schon montiert. Irgendetwas, was wir... Hier, die Bremsen. Hatten wir auch schon Ultimate. Ich glaube, den Lambo hatten wir ja schon voll getuned. So, jetzt gucken wir mal, wie sieht hier so ein Schwarz aus. Das sieht schon ganz cool aus. Wie sieht der in Metallic aus? Geht so in Chrom. Chrom sieht okay aus. Das sieht cool aus. Weiß sieht natürlich... Boah, mattschwarz. Holy moly, sieht das Ding geil aus. Ich muss aber sagen, so ein Orange oder Rot oder ein Gelb auch, finde ich echt mega schick bei dem Teil. Aber mattschwarz. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so der Fan von mattschwarzen Autos, aber das Teil... Alter Schwede, ey. Das ist ja richtig, richtig geil. Okay. Machen wir. So. Gekauft. Bei den Teilen gibt es da neue Spoiler. Hieß da eine Jürgen? Achso, Jürgen. Ich meine Jürgen, ob einer so hieß. Nee, aber Jürgen. Interessant. Nein. Was mache ich denn hier? Nee, abbrechen. Entfernen. So, und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal ganz kurz. Irgendwie sieht der komisch aus. Irgendwas ist anders beim Lambo. Das Bodykit ist gleich, aber ich glaube, der Heckspoiler ist ein anderer. Ganz kurz, wir brauchen einen neuen Heckspoiler. Ich glaube, das ist der, den wir schon die ganze Zeit hatten, aber der sieht trotzdem komisch aus. Der sieht cool aus. Oh, am liebsten hätte ich den einen, den man ganz am Ende freischaltet. So, weiter gucken. Nee, wir brauchen einen von vielleicht den hier. Wie sieht denn der jetzt aus? Ja, das sieht eigentlich cool aus. Na, schon okay, aber nicht ganz so breit, wie ich es mir wünsche. Das sieht gut aus. Auch nicht ganz so breit, aber es sieht schon interessanter aus. Ja, doch, komm, nehmen wir. Oder ganz kurz nochmal hier gucken. Nope, gibt's nix. Also. Der Ripper. Jack the Ripper. So. 500 kriegen wir für unseren alten noch gezahlt. Easy peasy. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal ganz kurz, was wir alles mit der Corvette anstellen können. So, da haben wir sie. Auch die hat natürlich extrem gute Werte. Also, man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass die Corvette schwach ist. Nee, Bullshit. Die Corvette ist schon ziemlich, ziemlich gut. Boah, die hat schon eine gute Beschleunigung. Man sieht, mit einer Nitro-Ladung kommst du schon bis 220 km/h. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und man hat noch nicht mal Junkman-Parts hier drin verbaut. Also, ja, wobei die... Der Galado kam auch ohne Junkman-Teile auf 250 mit einer Nitro-Ladung. Und hier haben wir jetzt gerade das Nitro angepasst, ja.
Und ansonsten Kompressor 9. Nope, können wir nicht kaufen. Aber das wird wahrscheinlich jetzt bedeuten, dass wir ein bisschen schneller mit dem Teil fahren können. Aber ganz an den Lambo wird der wohl nicht drankommen. Also, das ist der ganz normale, die ganz normale Corvette C6. Wenn ihr unbedingt Kohle braucht, ne, könnt ihr auch ganz einfach bei jedem Blacklist-Auto, das ihr nicht fahren wollt, die Serienkarosserie, die Serien-Spoiler, die Serien-Dach-Spoiler, die Serien-Felgen nehmen. Denn ihr seht da rechts oben in Zahlungsnahme 1250, ihr kriegt da ein bisschen Kohle zurück. So, das ist jetzt das Design, beziehungsweise die Karosserie, die der eine Typ da hatte, der Webster, der Fernsehstar. Das ist jetzt eine geile Corvette, muss ich echt sagen. Also das gefällt mir. Das Heck mit so einer Art, das ist halt so ein simulierter, anliegender Spoiler. Ja, okay, die Auspuffe sehen ein bisschen klobig aus an der Seite. Vorne sieht er auch ein bisschen klobig aus, aber das gefällt mir sogar. Oh, das sieht fett aus. Das sieht richtig gut aus. Von hinten schick. Schick, schick, schick. Auspuffe auch zwar groß, aber nicht zu übertrieben. Und das bei den Scheinwerfern gefällt mir bei dem Teil auch gut. Also, es gibt Autos, bei denen passt's und hier vor allem passt's extrem gut. Dadurch macht's das Auto richtig scharf. Und das ist so das Design, das die Polizisten, glaube ich, alle haben im Spiel. In echt wäre es natürlich cool, wenn du an jeder Straßenecke eine Corvette sehen würdest. Ja, geht so, schon ganz nett, aber das sieht natürlich hammermäßig gut aus. Und das eigentlich auch. Ja, wobei hier gefallen mir die Spoiler nicht, das gefällt mir gut. Wir haben genug Kohle, deswegen, komm, geben wir ein bisschen was aus. Die BBS-Felgen finde ich auch sehr cool. Ich glaube, das sind die RK-Felgen. Mal gucken, ob ich da recht behalte. Ja, das sind die RK-Felgen. Ich finde, die sehen einfach super aus. Die 5-speichigen mal 2. Ja, stimmt das, was ich gesagt habe? Ja, so ziemlich. Also 5-speichige in 2 Teile jeweils aufgeteilt. Also, wir gucken nochmal ganz kurz, wie die Beschleunigung jetzt mit dem Teil aussieht. Also das Nitro macht schon einen Unterschied. 230 km inklusive einer ganzen Nitro-Ladung. Das ist schon mal ordentlich, auch wenn es nicht ganz an den Galado ranreicht. Tolles Auto. Und ja, beim nächsten Mal, vielleicht fahren wir da sogar tatsächlich so ein bisschen mit der Corvette. Wenn wir ein bisschen Laune haben. Und ich würde sagen, hier holen wir nochmal zum Abschluss vielleicht eine Radarfalle. Es sei denn, es kommt ein Polizist. Jawohl, eine Radarfalle, 270 km/h, 34.000 Kopfgeld. Beim nächsten Mal geht's weiter mit den Rennen für JB. Bis dahin, euch eine gute Zeit, haut rein.